Andi, ich bin so froh, dass wir den Artikel oder den Punkt 6 haben, dass eben der Heilige Geist betont wird und dass wir überhaupt den Heiligen Geist haben. Weil der ermöglicht es überhaupt, dass wir überhaupt können glauben können. Das, was du im vorgehenden Video erzählt hast, dass eben nur durch den Glauben wir zu Jesus Christus finden oder die Verbindung zu Gott haben. Und das macht ja eigentlich der Heilige Geist. Also gerade der Zwingli, der Reformator Ulrich Zwingli, hat es stark betont. Man sagt von ihm auch, dass er so ein bisschen der Geistestheologe war. Mm-hmm. Vielleicht nicht so ein bisschen im charismatischen Sinn, sondern mehr, also gesagt, es ist der Geist Gottes, der die Menschen als Herz vom himmlischen Vater ziehen tut. Und ich bin wirklich von dem begeistert und bin froh. Und ab Pfingsten feiert eigentlich die Kirche auch Geburtstag. Happy Birthday! Yes, genau. Dann Jaguriate, oder wie sagt man so schön? oder Französisch. Ja, genau. Und die Kirche feiert dort eigentlich ihre Geburtsstunde, weil sie dort, es heisst, dass der Heilige Geist über sie gekommen ist, genau, und sie anfangen haben, das Evangelium zu verkünden. Und dann sind auf den Schlag 3000 Männer, sind nicht einfach nur beschrieben, wahrscheinlich sind so viele mehr gewesen, die zum Glauben gekommen sind und sich gerade taufen lassen haben und gesagt, wir wollen dem Jesus Christus nachfolgen. Also der Heilige Geist ermöglicht, dass wir überhaupt glauben können. Ja. Also es ist zwar ein Geschenk, dass das passiert, aber ich bin wirklich so froh um den Heiligen Geist, der uns eben auch Sachen erkennen lässt, der uns hilft, die Bibel zu verstehen, der uns hilft, Gott besser zu verstehen. Und der lebt in uns. Und das heisst sogar im Neuen Testament, dass die gleiche Kraft, die Jesus Christus von den Toten verweckt hat, in uns lebt. Und das ist eben die Kraft vom Heiligen Geist. Und ganz wichtig zu betonen finde ich, dass der Heilige Geist eben die dritte Person von der Dreieinigkeit ist. Es ist eine Person. Also es ist nicht irgendein Geistwesen, das man nicht genau kann definieren oder wo man Angst haben muss. Das ist vielleicht in gewissen Kreisen denken, nicht zu viel Heiliger Geist. Aber das muss man gar keine Angst haben. Es ist eine Person, die in uns lebt. Es heisst auch, er ist der Parakletos. Auf Griechisch heisst es der Tröster. Mir hilft auch das Bild von einer Klette, die einfach immer bei uns ist und uns nicht loslässt, die uns begleitet, wo uns Gedanken gibt, die von Gott kommen, wo uns einen Frieden schenkt, einen übernatürlichen Frieden. Gerade auch, wenn wir vielleicht schwierige Sachen durchmachen, wo wir auch wissen, Gott ist da, er ist bei uns. Und das verbindet uns auch mit der weltweiten Kirche, der Heilige Geist. Und er schenkt auch Gaben. Ja, genau. Geistesgaben, wo hilft der Zurüstung von der Kirche, wo uns hilft, wo wir auch als Geschenk bekommen und können einsetzen. Und auch die Früchte vom Heiligen Geist, wenn sie auch so ein bisschen wegen dem Werk, dass das eben eigentlich etwas ist, was vom Heiligen Geist kommt, wenn wir plötzlich barmherziger sind miteinander, und wenn wir mehr Liebe haben, wenn wir mehr Geduld haben füreinander, ist das ein Werk vom Heiligen Geist. Und ist Gott für das Miteinander, was wir so bei der SCA ja betonen, extrem wichtig. Weil das manchmal könnte man den einen den Kopf umdrehen oder hat man eben gar keine Liebe füreinander. Ja, ja. Gott je nach Kirche Ausprägung. Und das finde ich schön, dass der Heilige Geist uns das schenkt. Ja. Du kommst ja mit einer reformierten Perspektive, du bist reformierte Pfarrerin. Ich komme aus einer Pfingstbewegung ursprünglich, Bewegung Plus, wo das Wirken vom Heiligen Geist immer ganz eine besondere Rolle gespielt hat. Also Zungenreden und Prophetien und früher auch eine ganz besondere Betonung von der Geistestaufe. Das ist ja auch ein Thema, das ja je nach Ausprägung auch von der Theologie rund um den Heiligen Geist auch manchmal trennend gewirkt hat. Aber wo siehst du auch den speziell vielleicht einenden Wert, gerade wenn Leute zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen Verständnissen oder Erfahrungen auch mit dem Heiligen Geist? Es ist auch typisch ein bisschen unschweizerisch, die Heilige Geist-Geschichte. Man verliert ein bisschen manchmal Kontrollen, oder? Also ich denke, ein Aspekt, wo man den Heiligen Geist spürt, ist jetzt vielleicht gar nicht jetzt in diesen Geistesgaben auch, aber als ich zum Beispiel mal erlebt habe, wo wir mit dem Studium in Bethlehem im Gottesdienst waren, mit arabischen Christen, wir haben nicht verstanden, was sie sagen, was sie reden, was sie singen, und haben dann miteinander zu unserem Vater gebetet und man hat sich gleich eins gefühlt. Und ich glaube, das ist etwas, wo nur der Heilige Geist kann machen, über Sprache hinweg. Ja. Das finde ich einerseits sehr stark, und das andere, denke ich, ist auch, dass man angefangen hat, und das sehe ich jetzt auch, das ist auch eine Frucht, denke ich, von der SCA oder von dieser Einheitsfördernden, dass man weniger Berührungsängste bekommt, dass man auch offen ist, vielleicht eine gewisse Prägung von einer Kirche oder einer Nation kennenzulernen. Und jemand hat mal gesagt, im Himmel sind sowieso alles Pfingstler. Ja, ja. Du hast eigentlich gerade ein bisschen mit dem Beispiel aus Israel ein bisschen das Pfingstwunder auch erzählt, oder? Das mega schön, der Heilige Geist wirkt
eine Wirkung vom Heiligen Geist ist Einheit. Das ist vielleicht gar nicht das Spektakuläre, das man immer so im Vordergrund rückt, sondern dass man uns verstimmt, trotz unterschiedlicher Sprachen. Ja. Absolut. Ja. Mega schön. Vian, der Artikel zum Heiligen Geist, was hörst du persönlich von Dana für das? Ich nehme das Fragezeichen. Ich wünsche mir auch immer mehr, den Heiligen Geist zu spüren, zu erleben, zu sehen, wie er wirkt. Ganz persönlich in meinem Leben, aber auch in der Einheit von Christen. Komm, Heiliger Geist, das werden wir weiter beten. Amen. Ja, Amen.